Glück auf! Ich glaube, das sind heute die letzten Sonnenstrahlen und damit wir die nochmal richtig genießen können, würde ich euch heute einfach mal mit in den Wald nehmen und euch zeigen, dass Dortmund ein bisschen mehr zu bieten hat als nur dreckige graue Hinterhöfe. Hier seit ungefähr 30 Minuten auf derselben Stelle im Wald und habe da hinten meine Spiegelreflexkamera aufgestellt, weil ich gerade von Weitem gesehen habe, wie ein riesiger Bussard durch die Baumkronen nach unten gezischt ist und sich irgendwas gepackt hat. Ich habe dann nachgeschaut und es war eine Taube. Ich weiß nicht, ob die schon verletzt war oder ob er die damit hingeschleppt hat oder so. Auf jeden Fall hat er den Kopf abgebissen. Der ist nicht mehr da. Die Taube selbst liegt ja noch da hinten. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, ich hätte das Glück, wenn ich meine Kamera da aufstelle und auf die Stelle richte, dass er nochmal zurückkommt und sich das Ding holt und ich das halt hautnah drauf kriege. Aber ich glaube, ich habe ihn verscheucht, als ich direkt drauf losgerannt bin, weil ich so überwältigt war, als ich das gesehen habe. Ja, ich glaube, das wird heute wahrscheinlich nichts mehr. Ich warte jetzt nochmal 10 Minuten ab und wenn sich dann nichts mehr tut, dann werde ich auch weiterziehen. Hier sind auch eine Menge Pilzsucher und Spaziergänger gerade. Deswegen glaube ich, dass das hier wohl eher nichts mehr wird. Aber schade. War auf jeden Fall eine heftige Nummer. Also es sah schon echt krass aus, wie der von oben runterkam. Und was er für eine riesige Flügelspannweite hat. Also beeindruckend. Ja, wie gesagt, ich gebe es dann mal auf. 10 Minuten später ist immer noch nichts passiert. Vielleicht ist es ja bei Bussarden und Tauben so wie bei mir und Spargel. Ich esse auch am liebsten nur die Köpfe. Jetzt gucken wir mal. Die Kamera ist auf jeden Fall noch da. Die hat er sich nicht geholt. So, hier hatte ich das so aufgebaut. Kann man gut sehen, oder? Hier ist die Kamera auf dem Rucksack. Wenn wir jetzt noch mal ein Stück weiter nach vorne gehen, dann haben wir hier den Kadaver. Ja. Das wird sich mit Sicherheit noch jemand anderer holen. Ich bin schon satt. Ja, schade. Aus dem Bussard ist leider nichts mehr geworden.
Ich denke mal, der hat mich irgendwie gewittert oder dem waren die Spaziergänger zu viel. Man hört auch hier die ganze Zeit Stimmen im Wald, überall sind Kinder und also hier muss irgendwas in der Nähe sein. Ja? Weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört. Ich habe auf jeden Fall hier bei meinem Spaziergang was gefunden. Das wollte ich euch mal eben zeigen. Und zwar das hier. Ich denke mal, dass jemand da versucht hat, so eine Art Lean-To-Shelter zu bauen. Ist nicht ganz so glücklich geworden. Vielleicht sind sie auch gestört worden. Was ich ein bisschen schade finde, hier liegt eine Menge Müll rum. So Trinkpäckchen. Ich denke mal, es werden wohl Kinder gewesen sein. Auch eine ziemlich blöde Ecke hier, um ein Shelter zu bauen. Bis eingekreist von zwei Bächen. Die Erde ist total feucht. Man kann das auch so ein bisschen sehen. Unten unter der Wurzel, die sie hier als Wand benutzt haben, ist alles ziemlich modrig und feucht. Dazu kommt, dass hier durch den letzten Sturm halt extrem viel Bruch steht. Und ich glaube, dass es hier auch nicht gerade angenehm wäre zu übernachten, weil einem hier alles Mögliche auf den Schädel fallen kann. Hier mache ich jetzt erstmal eine kleine Pause. Hier kann man es auf jeden Fall ganz gut aushalten. Ein bisschen Sonne kommt noch rein. Super schöne Aussicht hier auf so einen kleinen Acker vor mir und ein Maisfeld. Da hinten ist die Zivilisation. Und ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen hier sitzen bleiben und mir was zu trinken machen. Guck mal hier. Echt eine schöne Ecke hier. Fast direkt vor der Haustür. Der Ruhrpott ist gar nicht so grau und hässlich. Ist eigentlich ganz cool. Muss man nur die richtigen Stellen finden. Hab noch gerade ein paar Brombeeren gegessen und jetzt werde ich mir mal zu Hause noch was Ordentliches machen, nämlich ganz schön Kohldampf. Ja, ich wollte euch auch nur auf eine kleine Tour mitnehmen.
und mal zeigen, dass der Ruhrpott halt nicht nur grau und dreckig und hässlich ist, sondern dass es hier auch echt ein paar schöne Stellen gibt. Und das sogar in so einem Stadtwald, wie es ja eigentlich hier ist. Aber auch ansonsten drumherum ist ziemlich viel grün.